So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. In der letzten Folge haben wir versucht, einen Brief an De La Serre zu überbringen, haben es aber leider nicht geschafft, aber haben, gut, Arno Dorian jetzt nicht unbedingt, aber wir haben mit angehört, dass sie eventuell den jetzigen König stürzen wollen. Und ja, mehr wissen wir leider nicht, aber wie ihr sehen könnt, habe ich die Drohnen soweit eingesammelt. Die Drohnen werden bewacht und ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil wir aktuell noch zu schwach sind, um die Gegner, die die Drohne bewachen, zu eliminieren. Aber sonst sieht es so relativ übersichtlich aus. Und in der heutigen Folge werden wir uns die Haute-Volée anschauen. Die Erinnerung 3. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soirée, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Natürlich. Ja, immer noch den Brief. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Okay. Zum Büro von De La Serre. Ist auch ein sehr schöner Nachname, De La Serre. Il se dit dans le voisinage que votre Eleonore est très... Wenn man nur Französisch verstehen könnte. Wenn die 7 Jahre oder 6 Jahre Französisch lernt, sich doch einfach nur ausgezahlt hätten. Dann hat es meine mündliche Prüfung gemacht und gut abgeschnitten. Aber man versteht trotzdem nichts mehr. Huch. Oh, warte mal. Warum glänzt denn du so? Elise mochte solche Festlichkeiten noch nie. Sie wird bald heimkommen. Aha. Les tragiques. Zu deprimierend. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird... 10 Minuten zurück ist. Oh. Opa. So, das können wir noch uns anschauen. Die Memoiren des Monsieur d'Artagnan. Elis Lieblingsbuch. Irgendwie hat der Arno eine sehr... komische Körperhaltung. Eine Abhandlung über die Welt und das Licht von Descartes. Hab es nie zu Ende gelesen. Sind da Vögel drin? Nee, okay. Hört. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn... Auf zum Palast! Ah, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Ach Gott, der Arme. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Er hat ja zum Glück keine Hintergedanken dabei, der gute Arno. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. 2 Gäste. Nächster, bitte. Aber warum haben wir keine Einladung bekommen? So wirklich. Fällt auch gar nicht auf. Ziemlich, was los? Ziemlich. Was
Excusez-moi, je suis très désolé. Naja. Aber habe ich so eine Kleidung gewählt, die mich dann trotzdem... Bei einem kurzen Höflichkeitsbesuch. Ich bin müde. Wie du meinst. Fällt aus dem Glück gar nicht auf. Na, nochmal machen. Der dritte Stand begehrt auf und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für Delassers Tochter. Warte mal. Ah, Schleichsteuerung. Zum Lautlos bewegen STRG drücken. So. Oh, was ist das denn für eine Kombination? Überkreuzt machen. Oh, nein, nein. Hey, einen Moment. Halt. So kalt. Was ist mit den Büchern geschehen? Die Frage, oder warte mal. Ha! Man hat ja zum Glück STRG auch. Ist endlich Schichtwechsel? Dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, muss ich jetzt... Warte mal. Ist da wieder einer aus dem... Nein. Ach so. Ja, Entschuldigung. Ja, ich war gerade ein kleines bisschen überfordert, weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Jetzt muss ich bestimmt alles von vorne machen, ne? Der dritte Stand begehrt auf und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für Delassers Tochter. Ja. Soll ich bitte mal umdrehen? Hallo? Die Frage ist, sieht er mich? Ist endlich Schichtwechsel? Ich hab keine Ahnung, wohin ich muss, ne? Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Das glaube ich nicht. Ich bin nicht dabei.
ist dort, okay. Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Komm her. Dann haben wir es geschafft. Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Die Frage. Wo geht er hin? Setzt er sich hin, oder? Okay. Je refuse de faire confiance aux hommes qui nous gouvernent. Peu importe les titres qu'ils se donnent, ils n'ont Dieu que pour leurs propres affaires. Schöner Parkettboden. Ah, wie sieht denn das hier aus? Und da lädt man Gäste ein, wenn das aussieht wie Hempels unterm Sofa. Ziemlich was los heute Abend. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Madame. Die sehen aber auch alles sehr merkwürdig aus. Nur sehr... Wie soll ich sagen? Die planen doch irgendwas. Ach, da kann ich schon mal rein. Sehr unheimlich sehen die mir aus. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Elise de Lazare. Als einzige Tochter von François und Julie de Lazare wuchs Elise in bescheidenem Wohlstand und einer unglaublich privilegierten Umgebung auf. Als Mitglied der Aristokratie in den letzten Tagen des Ancien Regime genoss sie die besten Lehrer, die beste ärztliche Versorgung und die beste Ernährung. Nach dem Tod ihrer Mutter 1778 verbrachte Elise viel Zeit mit Reisen, einschließlich eines mehrjährigen Studiums in Paris. Gesehen, was sie trägt. Was erwartet ihr? Dem lasse ich mich nicht zum Narren halten. So, diese ganzen Gespräche. Nur das Essen. Wieder ein Spanferkel. Wir hatten mehr als eins. Ich komm schon, Elise. Sie ließ sich immer gerne jagen. Kann ich auch ein bisschen schneller laufen? Anscheinend nicht. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Und da schaut zu. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Ufre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh je, das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Serre. Nö.
Oh, nicht sowas wieder. Hätte auch drin Dienst haben können. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Die Frage, wo muss ich denn dann hin? Nee. Was machst denn du? Oh, Arno. Oh, ganz vorsichtig. Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Ganz leise. Ganz leise und vorsichtig. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur! Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Oh nein! Mon Dieu! Er hat Sire de la Serre getötet! Das waren bestimmt die Typen, die diesen komischen Umhang getragen haben. Das sind immer die Personen mit den komischen Umhängen, die irgendwas zu verbergen haben. Nein, ich war es nicht. Damir hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Wo bin ich? In der Hölle. Diese Symbole kennen wir doch. Le Marais. Was schaust du so, Pisspot? Sympathisch. Das sind doch die Zeichen, die uns Objekt 16, beziehungsweise die ja immer angezeigt worden sind, glaube ich. Zumindest der Affe. Oh. Sympathisch, würde ich sagen, ne? Gut, und dann hochklettern kann man auch nirgendwo. Hallo! Ich muss mit jemandem sprechen! Ich glaube, es interessiert sich keiner dafür. Öffnet diese Tür! Das kümmert keinen. Ich muss mit Elise de la Serre sprechen! Hört ihr mich? Elise de la Serre! Nein!
Nein! Nicht Elise! Bitte. Bringt Elise zu mir! Das ist nur nicht das! Ich bin kein Mörder! Du verschwendest nur Zeit. Okay. Sie kommen! Sie kommen, um uns alle zu töten! Nein, ich wollte doch mit dem anderen Typen reden. Nein. Nein, leg dich nicht hin, Arno. No, 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 no. Ach Mann, verdammt. Wo hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Boah. Hol sie dir. So du es kannst. Alter, was ist der Typ? Oh Gott, ja. Willen. 10 Leben auf den alten Mann. Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung tat. Na, dann. So viel Mühe für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Oh. Sag das nochmal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Boah. Und an den Wänden sogar. Hau drauf! Noch einmal, wie lange wird denn der sich hier noch verprügeln lassen von mir? Verdammt. Hab ich wieder geschlafen? Was sind denn das da für runde Kugeln? Gib mir, was meins ist, und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Oh. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77? Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Hm? Zwei Monate später. Über Bart bekommen. Nochmal.
Orkos, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher die Gefangenen! Tu, was ich tue. Ja, das werden wir bei der nächsten Folge dann machen. Da werden wir nämlich dem... ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt denn der? Haben wir den schon? Enzyklopädie. München. Jacques de Molay. Pierre Billig. Achso, okay, da heißt direkt Pierre Billig. Gut, dann werden wir ihm folgen und vielleicht werden wir aus dem Gefängnis ausbrechen, aber ich glaube, dann werden wir ja trotzdem noch ein Gejagter, weil die wollen uns ja bestimmt wieder ins Gefängnis werfen. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge herausfinden und ich hoffe, dass ihr mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.